Herr Schulz, es laufen jetzt die Spiele Dynamo Moskau gegen Union Berlin. Davor hat er auch Dynamo Moskau gegen Hertha BSC bereits gespielt. Wie wichtig sind solche Spiele für Berliner Fußball, auch für die Entwicklung des internationalen Fußballs? Ich denke, es ist immer wichtig, gerade wenn Jugendliche zusammen treffen und gemeinsam Fußball spielen. Insofern freue ich mich sehr, dass diese Spiele zustande gekommen sind, sowohl gegen Hertha als auch heute hier gegen Union. Insofern sehen wir, denke ich, eine sehr leistungsstarke Mannschaft aus Moskau. Insofern ist das, glaube ich, auch für Union ein echter Gradmesser. Gegen Hertha gab es auch spannende Spiele. Ein Spiel war 2:0 ausgegangen, 2003er gegen anderes 2:2. Das heißt auch, dass diese Kräftemessen auch für beide wirklich sehr interessant scheint. Ja, mit Sicherheit. Es ist immer eine Abwechslung. Man lernt halt auch ein bisschen andere Spielsysteme kennen. Insofern, das ist, glaube ich, für die Trainer auch immer wichtig. Auch hochwertige Freundschaftsspiele, gerade in den Ferienzeiten, wenn halt der Punktspielbetrieb ruht, halt sich mit der Art den Gegner messen zu können. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Gelegenheit. Und wie oft macht ein Berliner Fußballverband auch solche Reisen, zum Beispiel in andere Länder? Na gut, wir versuchen schon sehr intensiv mit unseren Auswahlmannschaften international tätig zu sein, weil das auch ein Stück unseres Erziehungsauftrages ist, letztendlich die Jugendlichen mit anderen Kulturen, mit anderen Menschen zusammenzubringen. Ich denke, es ist für die Zukunft wichtig, dass Jugendliche miteinander Kontakt haben, wo immer sich das ergibt. Und der Sport ist ein sehr gutes Medium dafür, eine sehr gute Möglichkeit, sich kennenzulernen, sich auszutauschen und vielleicht auch ein bisschen Verständnis füreinander zu entwickeln. Gegenüber trainiert auch die brasilianische Nationalmannschaft, das heißt, der WM-Flair ist auch schon in der Stadt. Freut man sich schon auf die kommende WM? Ja gut, es ist ja immer, wenn die Nationalmannschaft aktiv wird und Jahre mit Weltmeisterschaften sind immer besondere. Wir hoffen natürlich bei entsprechenden Erfolgen, dass auch wieder sehr viele Jugendliche anschließend halt in die Vereine strömen werden, dass wir weiter Zuwachs haben bei unseren Jugendmannschaften. Insofern sind solche Jahre mit Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften sind für den Fußball mal tolle Jahre. Ja, natürlich sind sie sehr wichtig. Ich möchte im Voraus sagen, dass wir langjährige Beziehungen mit dem Deutschen Fußballbund pflegen, auch mit verschiedenen Organisationen, auch mit der Deutschen Botschaft in Moskau. Und wir finden, das ist sehr schön, dass die Jugendlichen sich einander kennenlernen, dass sie diese Möglichkeit haben, sich zu treffen, nicht nur zu spielen, das ist auch, das hat auch eine soziale Wirkung, vor allem im Vorfeld der WM jetzt in Russland ist es sehr wichtig. Es gibt ja sehr, sehr viele gute russische Nachwuchsspieler. Ja, auf jeden Fall. Und das erleben wir hier in Berlin. Wir haben Nachwuchs und das brauchen wir natürlich, weil wir dementsprechend eine Legacy haben müssen nach der WM. Und ich denke und ich hoffe sehr, dass diese Treffen auch einen großen Beitrag dazu leisten werden, dass die Jugendlichen noch mehr und mehr sich für Fußball interessieren werden und noch aktiver werden und auch in den Regionen in Russland spielen werden, weil eigentlich ist es sehr wichtig, dass es nicht nur in Moskau und in St. Petersburg diese Jugendakademien gut funktionieren, sondern überall in Russland, wo wir sehr talentierte Jugendliche haben. Die Experten sagten schon bereits, dass es erfolgreiche Akademien in Moskau, aber natürlich auch in Krasnodar oder Kasan bereits gibt. Das heißt, die Entwicklung schreitet voran in vielen Regionen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben eine sehr gute Akademie in Krasnodar. Da wird auch sehr viel gebildet. Die Infrastruktur ist sehr gut, auch in Kasan. Ich meine jetzt auch, dass wir eigentlich noch weitergehen müssen. Also nicht nur Jekaterinburg, sondern noch weiter weg, Irkutsk, Vladivostok und andere Beziehungen vorantreiben müssen, nicht nur mit europäischen Verbänden, sondern auch mit asiatischen Verbänden, zum Beispiel mit dem chinesischen und japanischen Fußballverband. Yeah.
Yeah.